Wenn man sich erinnert an sein eigenes, wo man herkommt, an sein eigenes Leben, dann kann man das so tun, weil einem irgendwas einfällt oder irgendjemand gestorben ist oder sonst was. Oder ich denke manchmal an Sachen zurück, weil ich über die Zeit, aus der ich komme, einen Haufen Bockmist lese oder höre. Und zum Beispiel der größte Bockmist, schon der Begriff, ist der 68er. Der 68er. Da sage ich immer, hast du, der das geschrieben hat, Probleme mit dir oder sonst was? Weil einen 68er, den müsste ich kennen, weil ich war in der Zeit unterwegs. Ich war sogar an Punkten unterwegs, die mit dem, was du damit meinen könntest, gemeint sein müsste. Aber es gab keinen 68er. Es gab nur wahnsinnig unterschiedliche Leute, die in den 50ern, in den 60ern und dann in den 70ern vor allen Dingen eine, sagen wir mal, zweite Sozialisation durchlaufen sind, die aber aus ganz unterschiedlichen Individuen bestanden, herkommen, Geschichten. Und das Wunder war, dass sich das überhaupt an einem Punkt wie die Ende der 60er oder der 70er zusammenfügte. Das Wunder war die Zusammenfügung von völlig unterschiedlichen Herkünften, Charakteren, sonst was, Klassenunterschieden oder sowas. Das war das Wunder. Und wenn man dieses Wunder einfach so festzurrt unter einem Begriff, der nichts bedeutet, das ist unsinnig. Das denke ich manchmal, was soll ich jemandem jungen eine Geschichte erzählen oder Geschichten erzählen aus meinem Leben, wenn da solche Begriffe erstmal abgearbeitet werden müssen.